Russland fordert von Norwegen offenbar eine Entschädigungszahlung in Millionenhöhe und das aus einem kuriosen Grund. Wie die norwegische Zeitung Nettavisen berichtet, haben im vergangenen Dezember 40 Rentiere die Grenze von Norwegen zu Russland überquert. Die frei lebenden Tiere sollen dann im russischen Teil des Pasvik-Nationalparks gegrast haben. Mitarbeiter des Parks schätzen, dass sich die Tiere etwa 2 Monate auf russischem Staatsgebiet aufgehalten hätten. Jetzt erhebt Russland offenbar einen Schadensersatzanspruch für die illegale Beweidung der Rentiere. Die Höhe soll laut Nettavisen bei 47 Millionen norwegischen Kronen, etwa 4,1 Millionen Euro liegen. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland gab die norwegische Landwirtschaftsdirektion noch keine Stellungnahme zu der Forderung ab. Fachdirektorin Tone Franzen-Seppola erklärte aber, dass zunächst Arbeiten zur Verbesserung und Instandhaltung des Grenzzauns Priorität hätten. Wegen der Schadensersatzforderung Russlands sei ein Treffen mit der russischen Nationalparkbehörde geplant.